wir brauchen so ein Lieferkettengesetz, weil wir in den letzten Jahrzehnten viel gesehen haben, dass insbesondere Wirtschaftsakteure in transnationalen Lieferketten zu Menschenrechtsverletzungen beitragen und auch zu Umweltverschmutzung. Wir sehen in vielen Bereichen der Wirtschaft eine Konzentrierung von Wirtschaftsmacht in den Händen einzelner Firmen. Firmen werden größer. Beispiele sind der Pestizidbereich, aber auch weitere andere Bereiche, wo nur noch wenige Firmen existieren. Viele davon kommen auch aus Europa und agieren aber weltweit und tragen dann in anderen Ländern, häufig des globalen Südens, eben zu Menschenrechtsverletzungen bei. Und diese Menschenrechtsverletzungen einzuhegen bzw. präventive Maßnahmen schon jetzt zu ergreifen, damit sie nicht mehr vorkommen und sollten sie vorkommen, auch dafür zu sorgen, dass Betroffene Zugang zu Abhilfe und Wiedergutmachung haben, dafür sollte eben dieses Lieferkettengesetz sorgen. Nehmen wir eine Firma wie Adidas, auch aus Deutschland, die ganz klar Zulieferer in verschiedenen Ländern dieser Welt haben. Das bedeutet, an vielen Orten gibt es Fabriken, die für Adidas produzieren. Wir wissen, dass in bestimmten Ländern immer wieder Probleme auftauchen mit ArbeitnehmerInnenrechten in Fabriken, an Produktionsstandorten. Das geht von Gebäudesicherheit über Brandschutz, aber eben auch um elementare Dinge wie Sicherheit am Arbeitsplatz, keine Kinderarbeit, keine Zwangsarbeit, Vereinigungsfreiheit, keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und all diese Dinge passieren. Und mit dem neuen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hat Adidas jetzt die Pflicht, in der Lieferkette, wie sie das Lieferkettengesetz definiert, zu prüfen, wo bestehen solche Risiken. Und wenn sie diese Risiken erkennen, müssen sie Maßnahmen ergreifen, um das zu verhindern. Also die Firmen müssen unter dem Lieferkettengesetz ja Berichte einreichen darüber, wie sie das Gesetz in ihren eigenen Lieferketten umsetzen. Diese Berichte werden dann von einer Behörde in Deutschland geprüft, dem BAFA. Und die können sich dann eben angucken, ob A, die Berichte ausreichend sind und ob B, auch tatsächlich die Maßnahmen, die beschrieben werden, die ergriffen wurden, um Risiken vorzubeugen oder um Verletzungen abzuhelfen, ob die angemessen sind. Sollte dem nicht der Fall sein, hat das BAFA die Möglichkeit, Bußgelder gegen die Firmen zu verhängen. Und das Gesetz sieht weitere Nebensanktionen vor, mit denen ein Unternehmen belegt werden kann, wenn es eben diese Vorschriften aus dem Gesetz nicht einhält. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, dass auch Betroffene selber bei dem Unternehmen beispielsweise eine Beschwerde einreichen oder Informationen einreichen zu Missständen, die in der Lieferkette des Unternehmens auftauchen. Und dann ist das Unternehmen gehalten, eben diese Informationen zu prüfen und gegebenenfalls wieder die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um Sorgfalt walten zu lassen und Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Natürlich ist auch jetzt noch die Aufgabe sozusagen von dem BAFA, aber auch den Unternehmen selbst dafür zu sorgen, dass das Sorgfaltspflichtengesetz und seine inhaltlichen Regelungen sich sozusagen bis an den Standort der Produktion, wo Menschenrechtsverletzungen passieren, kommuniziert wird. Also das Gesetz sieht auch vor, dass natürlich die Mutterfirma aus Deutschland darauf einwirken muss, dass ihre Zulieferer dieses Gesetz kennen und dass auch die dafür sorgen müssen, dass dann die jeweiligen ArbeitnehmerInnen vor Ort wissen, dass es ein solches Gesetz gibt und beispielsweise eben auch Beschwerdemöglichkeiten bestehen bei der Mutterfirma oder der zubeliefernden Firma in Deutschland. Das Lieferkettengesetz kann als Nebeneffekt durchaus haben, dass Verbraucherinnen mehr Informationen haben darüber, wie bestimmten Firmen ihren Sorgfaltspflichten nachkommen. Nach unserem Dafürhalten soll dieses Gesetz aber gerade was anderes ändern. Es soll eben dazu beitragen, dass systemisch die Unternehmen dazu angehalten werden, ihr Verhalten zu ändern und nicht sozusagen die Last der negativen Auswirkungen des globalen Kapitalismus auf die Schultern der VerbraucherInnen gelegt wird.